Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Ball Xenoverse. Ich habe mich nun neu eingestellt und das Coolste ist, wir haben so eine komische Gold- und Silberrüstung. Ich weiß noch nicht mal, woher wir die haben. Aber das sieht man an meinen Füßen, aber ich fand das ist ein Roshi-Outfit auch noch geil. Du musst der sein, von dem Trunks so viel hält. Du siehst nicht völlig hilflos aus. Vielleicht hat er teilweise recht. Mein Name ist Vegeta. Du wärst ein guter Trainingspartner. Willst du mein Schüler werden? Was soll der Blick? Vielleicht sollten wir in Ruhe darüber reden. Mir ist egal, wo wir sind oder wer du bist. Ich muss nur wissen, ob du mein hartes Training überleben kannst. Wenn du mein Schüler sein willst, muss ich deine Fähigkeiten sehen. Und den bleiben wir! Okay. Wenn du bei mir trainierst, wirst du stärker als alle anderen. Natürlich nur, wenn du auch Talent fürs Kämpfen hast. Fangen wir jetzt mit dem Test an. Wenn du mich besiegen kannst, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Oh, du kannst mich noch nicht schlagen, also schone ich dich. Du willst, dass ich ernst mache? Dann besiege mich zuerst. Kämpfe gegen mich. Ey, wir bekommen den Galaxstrahl, ist ja geil. Und er ist schon Stufe 2. Also ich werde aber auf jeden Fall lieber Vegetas Schüler und nicht Gokus Schüler. Also ich wüsste aber schon gern, was ich bei Goku bekomme. Reduziere Vegetas Gesundheit auf ein bestimmtes Maß. Das ist kein Problem. Be honored that the Prince of all Saiyans will be watching you. And probably laughing. What's the matter? That isn't even enough for a warm-up. Well, well. Looks like someone's got some hidden potential. Yep. Jetzt bekommen wir seinen Galaxstrahl. Den ich mit Freuden benutzen werde. Galaxstrahl oder Kamehameha? Was ist jetzt eigentlich das Beste? Aber ich bin Vegetas Schüler, also werde ich den Galaxstrahl ausrüsten anstatt das Kamehameha. Sehr gut, bestanden. Ich mache dich zu meinem Schüler. Vergiss nicht, du lernst von dem stolzen Prinzen der Saiyajin. Du darfst nicht verlieren, verstanden? Ich bringe dir die versprochene Fähigkeit bei den Galaxstrahl. Diese Fähigkeit ist fast zu gut für dich. Meistere sie zuerst. Werde stärker, denn dann trainiere ich dich wieder und bringe dir mehr bei. Hey, was stehst du da so rum? Beeil dich, los, zum Training! Beeil dich, mach schon! Okay, Vegeta bleibt jetzt mein Meister, denn, wie ihr alle wisst, bin ich Vegeta-Fan. Mein Name verrät ja eigentlich auch, dass auf meinem Kanal eigentlich müssten auf meinem Kanal wirklich nur Dragon Ball Let's Plays kommen. Und deswegen meine Frage, wollt ihr Budokai als Let's Play haben? Ich meine natürlich die alten Budokai-Teile. Und Budokai Tenkaichi. Ich werde alle meine Budokai, also alle meine Dragon Ball Spiele rauskramen und wirklich jeden einzelnen Let's Playen. Wenn ihr wirklich wollt, wenn dieses Projekt gut ankommt, und ich hoffe, das wird es. Fähigkeiten ändern. Den Doppelsonntag tun wir raus. Wir tun den Galaxstrahl rein. Warte mal. Das Kamehameha tue ich hier hin. Dann kommt hier der Galaxstrahl. Die Dreifach-Kaioken werde ich irgendwann gegen
was anderes austauschen. Mit dem ich die 20-fachen Kaioken. So, und ich habe hier noch jemanden gefunden, der meine Hilfe braucht. Wo ist er? Hello, I'm Gohan. Ein Saiyajin? Kennst du Freezer? Mein Name ist Son Gohan. Ich verlasse bald den sterbenden Planeten Namek mit einem Raumschiff. Freezer ist hinter uns her. Die Explosion wird uns noch erfassen. Bitte, halte Freezer auf. Yay! Siege Freezer. Was kann ich da bekommen? Ich hab's jetzt nicht gesehen. I won't let a single Saiyan live! Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. Why do you have so much power? You will die! Before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. Nako! How dare you! I will never lose! You're the one who will die! Alter! Egal was ich mache, den trifft mich! This planet won't last much longer. Yeah! Wenn jetzt noch was kommt, habe ich ein Problem. Okay. What's the matter? I know you've got more than that. Was? Na gut. Das musste ich jetzt alleine machen, aber ich kann ja später das mit drei Charakteren machen. Da habe ich bessere Chancen. Danke. Es ist erstaunlich, wie du Freezer so schnell besiegen konntest. Jetzt müssen wir nur noch das Raumschiff benutzen, um Namek zu verlassen. Ich schreibe dir einen Dankesbrief, wenn ich wieder auf der Erde bin. Oh ja, das war awesome. Der Kampf, also ohne Heilung würde ich hier wirklich alt aussehen. So, und jetzt werde ich noch einmal in eurem Dasein versuchen, die Mission zu schaffen, wo ich Super Saiyajin werden kann. Aber ich wüsste wirklich gern, ob man sich transformieren kann als unser Clan. Also ich denke mal, wenigstens eine Stufe müsste es da geben. Oh, die Super Saiyajin-Legende. Super Vegeta? Sorry, das machen wir noch. Da kann man Super Vegeta werden.
Hier hätte man nur Todesschlitzer kriegen können. Hier kriegt man Super Saiyajin und hier kriegt man Super Vegeta. Hä? Super Vegeta? Ja, leck mich, das sind ja viele Gegner. Ob ich die schaff? Ich versuch's. Ich versuche alles, um die zu erledigen. Am besten nehme ich da... den Super Saiyajin mit der Super Genki Dama. Thanks for waiting. Ja, ich will ja auch gewinnen, ne? Let me show you true terror. Oh yeah. Freezer. You want to fight? Sieht zwar nach vielen Gegnern aus, aber Freezer ist hier nur alleine, ne? Super Saiyajin, der verwandelt sich aber zu schnell zurück. Aber die... Alter, die Ausdauer. Jetzt ordentlich gegrillt. Alter, ich denke, ich sag mal, geht ja voll ab. Also es macht Spaß, als Super Saiyajin zu kämpfen. Jetzt sind wir nicht mehr so gut haben. Was? Let me show you the greatest fear the universe has ever known. So, jetzt müssen wir erstmal zu Freezer kommen. Das ist schon ein bisschen mit Angst. Dass da zwei Freezer sind, aber wir haben ja selbst einen Freezer da.
Oh, Frieza gefangen gegen die Dame. I have been made such an utter fool of. How dare you? Noch einmal eine Genki-Dama, bevor ich meine Super Saiyajin-Kräfte verliere. Very well, if you want to die, let me show you the way. Yeses! This time, I'll make my move. Effortlessly. Get up here! Nein, Alter! You're pretty good! That was one heck of a move! Why do you have so much power? Ja, meine Kombos sind nicht die besten. Und ich liebe es Super Saiyan. Natürlich werde ich online sowas nicht machen, werde ich wahrscheinlich es auf eine Super Pro Saiyajin reduzieren. Es sei denn, mein Gegner spammt mich voll. Dann kriegt er genau das hier. Okay, mach mal. Here you go. This is me at full power. Just like you want. Und full power sein. Das ist meine Form, mein Freund. Komm her. Okay, ich verwandle mich bald zurück. Diesmal habe ich ihn nicht getroffen. Ah, jetzt! You're an obstacle, but not nearly as strong as me. Ja, und schon wieder Super Saiyajin aus. Der letzte hat mich getroffen, aber dieser ist das voll. Was? Der hat mich voll erwischt mit seiner Super. This is a nightmare! Get Tschüss, mein Freund. What? Komm, treff ihn! Ja, und das war's. Geschafft, okay. That's your limit. You have let me down. Oh, das Meteor. Ultimative Angriff ist das.
Ich glaube, den Todesmeteor, den würde ich sogar noch in mein Inventar nehmen. Tja. Oh, hier ist Vegeta. Wie fühlt sich der Galaxstrahl an, den ich dir gezeigt habe? Mit diesem Tempo und dieser Kraft kommt nicht jeder Grünschnabel klar. Kakarot und die Erdlinge benutzen etwas Ähnliches, aber sie imitieren nur. Wenn du mein Schüler bist, wende eine passende Fähigkeit an. Also, ich muss auf jeden Fall länger trainieren mit ihm und dann kriege ich von Vegeta wahrscheinlich auch noch seinen Final Flash. Anders bekommt man den bestimmt nicht und die Genki Dame bekommt man bestimmt auch nicht anders. Alle momentan auf D-Rang. Was soll das? Bin ich so schlecht? Na gut, hier bin ich auf S, da auf A und da auf B. Und den versuche ich jetzt des Öfteren zu machen, bis ich es geschafft habe. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zvineta.